Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude, willkommen zu einer neuen Folge der Walross Edition 3, aber dumm. Wir haben keine sonderlich kurze Folge vor uns, kein sonderlich kurzes Kapitel, deswegen fangen wir gleich an. 13. Minute. Dunkelheit weiß alles. In der nächsten Nacht herrschte Ruhe. Ebenso gelang es mir, ruhig zu schlafen, aber ich hatte keine Träume. Am nächsten Morgen wachte ich alleine auf. Die Sonne steht schon am Himmel. Alle außer Gunther schlafen noch. Er sitzt am Feuer und hackt mit einigen Steinen Holz. Ich streckte mich aus und stand auf. Ebenso sitze ich neben dem Feuer. Weckst du uns zum Beispiel nicht vor Sonnenaufgang? Bist du krank? Nein, ich glaube, ich lasse dich heute schlafen. Du wirst noch Energie brauchen. Eine Weile habe ich neben dem Feuer gesessen und es spielen sehen. Was soll das sein? Ich habe keinen Plan, such dir was aus. Ein paar Fragen, Gunther? Du kannst jetzt, aber du wirst eine andere Antwort bekommen. Er fing an zu lachen. Also los, warum hast du Scheinux angelogen? Warum? Hast du gesagt, er ist wütend wegen seiner Vergangenheit? Er legte seine Werkzeuge weg. Sollte dasselbe sein? Nun, willkommen. Ich bin ehrlich. Ich habe gehört, dass du dachtest, ich wollte dich trennen, weil ich immer noch wütend auf Nekrose war. Das ist falsch. Das stimmt. Was jetzt? Nun, es sieht ein wenig peinlich aus. Etwas anderes, ich hoffe. Nun, ich muss zugeben, du hast mich oft überrascht. Gestern wollte ich dich zu einer anderen Art von Rebellion provozieren. Heute. Ich weiß noch, dass du das willst. Woher weißt du das die ganze Zeit? Ja, das weiß ich. Du immer noch. Naja, aber nichts anderes. Wie können wir das erreichen? Ja, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Es gibt nichts, was wir tun können. Er sah auf den Stern in seiner Hand. Eine Sorge machen. Nee, was? Eine letzte Sache. Wie kannst du hier bleiben? Ich glaube, deine Entscheidung hat den Test bestanden. Er scheint zu denken, ich kann dir sagen, keine Frucht hier. Wenn ich sicher bin, bleibe ich jetzt. Er nimmt seinen Stein wieder auf und schneidet ihn weiter. Es dauerte eine Weile, bis andere aufwachten. Sie waren genauso verwirrt wie ich zuvor, aber schienen sich alle zu entspannen. Ich war der Einzige, der heute Morgen meine Meinung zu Gunther geändert hatte. Es war nicht das, was ich von der Legende erwartet hatte, obwohl es so aussah, als ob Pokémon zum Zeitpunkt des besseren Kennenlernens freundlich war. Nur ein bisschen Musik in einigen Bereichen. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll, aber ich stimme einfach mal zu. Als alle aufwachten, konnten wir noch ein bisschen frühstücken und dann ging es los in die Berge der Wahrheit. Es gibt inzwischen mehrere davon anscheinend. Unterwegs habe ich anderen von meinem Gespräch mit Gunther heute Morgen erzählt. Im Fall von Scheinux schienen sich alle von Anfang an Sorgen zu machen. Er war so aufgebracht, dass er nur noch einmal zu Gunther ging, um mit ihm darüber zu sprechen. Als er einige Minuten später zu unserer Gruppe zurückkehrte, erklärte er kurz, was sie sagten. Nun, Gunther hat mir natürlich eine Zeit lang gezeigt, dass er so beschrieben hat. Er sagte jedoch, dass er sich schon Gedanken gemacht hat. Was ich am Ende mache, wird meine Entscheidung sein. Weiter ging es mit der Entwicklung des großen Berges, den wir seit dem Vortag durch den SE hindurch sehen konnten. Auf diesen Berg werden wir am Ende unserer großen Reise gehen. Auf diese Weise fühle ich mich, als wären wir gestern abgereist. Auf einer Reise wie dieser haben wir viele Schwierigkeiten überwunden und ich weiß zu keinem Zeitpunkt, ob ich dem Ende der Reise entkommen kann, aber was auch immer passiert. Diese Reise hat mir viel Freude bereitet, tolle Fakten, viel von neuen Modeerlebnissen und viele neue Freunde. Auf dieser Reise habe ich viel gelernt. Er hat mich geändert und geformt. Ich bin auf dieser Reise aufgewachsen. Ich brauchte nur wenige Stunden, um den Fuß des Berges der Wahrheit zu erreichen. Und ich war sofort überwältigt. Wie auch immer, es hat nichts mit der Höhle und Floings Geschichte zu tun. Warum gibt es hier keine gemeinsame Basis? Es ist auf der Rückseite des Berges. Dies sind die Überreste der alten Zivilisation.
Wir werden zur Kamera am Ende des Tunnels gehen, um den nächsten spirituellen Stein zu finden. Sie sind die einzigen Orte, die man in der Mitte der Welt bereisen kann. Und bevor jemand fragt, das von Floink verwendete Portal ist auch gleich, ja, aber seine Analogie ist gebrochen, also ist dies nur für uns. Können wir weitermachen? Der Kanal vor uns hatte ein riesiges Denkmal. An vielen Stellen wurden moderne Steinmauern abgerissen und ungewöhnliche Gemälde sind zu sehen. Überall stehen Säulen, die leicht beschädigt sind und teilweise auch nicht. Darüber hinaus sind einige Objekte manchmal in Trümmern zu sehen. Ich mag diesen Ort. Gunther, dorthin zu kommen, der Berg der Weiter hat einen anderen Namen in deiner Welt. Lebende Wesen, wie du ihn nennst. Du meinst den Berg, auf dem sich Pokémon-Mythen treffen. Ist das der Berg einer Welt wie dieser? Du hat ihn gut bezahlt. Auch hinter diesen Bildern steckt eine Geschichte. Er hielt inne und dachte nach. Och, weißt du was? Heute habe ich ein gutes Gefühl, wie du vielleicht schon vor langer Zeit gesehen hast. Ich erzähl dir eine Geschichte. Ja, im Nachhinein weiß man ja, dass Darkrai an der Stelle über sich selbst erzählt hat. Wir hörten alle interessiert zu. Vorerst, wenn du die Berge deiner Welt betreten hast, wirst du dort keine Malerei sehen. Sie sind vor der Explosion entstanden. Pokémon-Legenden aus der Welt haben entdeckt, dass das Böse kommt. Sie wissen, dass die Macht bald kommen wird. Dunkelheit. Deshalb treffen sie sich oft. Alle berühmten Staatssicherheitsbeamten. Oh, ich muss mir das Wort merken, so nenne ich ab sofort legendäre Pokémon. Staatssicherheitsbeamte. Versammelten sich, um über die drohende Gefahr zu sprechen. Aber einer von ihnen hat keine ernsthaften Missverständnisse und destruktiven Gedanken. Er behauptet, eine Vision zu haben. Er malte seine Vision hier an die Wand als Warnung an alle Pokémon. Aber sie ignorierten es. Macht. Er versicherte ihnen auch, dass er im Falle eines Krieges kein Mitglied des Rates der Legenden sein würde. Also beschloss der Rat, Pokémon zu verbieten. Das könnte kritisch in einem Weltenbaum der Pokémon werden. Ich weiß ja nicht, aber... ich muss jetzt überlegen. Ich habe eigentlich schon einen super Titel für das Video jetzt. Die Staatssicherheitsbeamten verbieten Pokémon. Aber passt das platztechnisch? Werde ich gucken müssen. Naja, Mythos. Wenn der Rat sieht, dass etwas anderes passiert, sie werden seine Warnung beherzigen. Er stand auf und ging zum Malen. Dieses Gemälde stammt aus der Antike, vor Jahrhunderten. Siehst du, was sie zeigen? Ich sah mir das Gemälde an, bevor ich begriff, was es war. Ich atmete. Vielleicht verstehst du nicht, Bulbi. Das ist richtig. Pokémon wissen schon lange, dass Floink eines Tages auf diese Welt gehen wird. Dieses Bild zeigt seinen Kampf gegen Gunther und seine Beschreibung ist rein. Alle anderen sind genauso interessiert wie ich. Und wer ist dieses Pokémon? Hat er die Zukunft vorausgesehen? Gunther begann unablässig zu lachen. Ich glaube, sie haben schon einmal davon gehört. Zumindest taucht es oft in Legenden auf. Shinnok sieht aus wie Wut. Wenn du jetzt an Nekrose leidest, dann gehe ich. Gunther lachte wieder. Dieses Mal nicht. Und du machst den Job nicht. Es heißt Darkrai mit Y. Die Erinnerung an Floinks Notizbuch fiel mir wieder ein. Dunkel. Das Pokémon, das ihm die Wahrheit gesagt hat. Dummes Pokémon, das nehme ich persönlich. Jemand mit einer Technologie, die jede Realität überwindet. Im Tagebuch hat Floink sich schon gefragt, ob in Darkrai mehr als reine Dummheit steckt. Ach so, die reden nicht über mich, die reden über Darkrai, wer auch immer das ist. Mehr als reine Dummheit steckt. Und jetzt mit diesem Wissen hat Hilfe und Hilfe mein Denken wieder verändert. Und inzwischen ist ja auch klar, hinter Darkrai steckt tatsächlich Übernatürliches. Er hat etwas Großes hinter sich. Exakt. Darkrai ist stärker als er aussieht. Gunther beendet seine Geschichte. Aber nicht alle Prophezeiungen von Darkrai haben sich erfüllt. Er sah zum Beispiel, dass Kreaturen, die Essen und negative Emotionen aus reinem Eis essen, die Welt verfolgen würden. In ein paar Bildern sagte die Zukunft voraus.
ist anders als Dark Force, als die Legende sagt. Ich glaube nicht. Es ist das Thema dunkle Macht. Ist für ihn eine Art Spielzeug. Er kann sie nach Belieben manipulieren. Ja, Darkrai revealed selber, dass er die dunkle Materie literally selber kontrolliert hat und nicht ihr Untergebener war und das in Teil 3 der Reihe. Er führte einen von uns, immer noch erstaunt, zu einem anderen Gemälde. Dieses ein Gemälde, das wie Darkrai die Zukunft zeigt, aber niemand weiß worüber. Normalerweise schaue ich mir das Gemälde an. Was sein soll, ist natürlich unverständlich, aber als ich dieses Bild ansah, kühlte das Blut in meinen Adern wieder ab. Was ist das? Diesmal wirst du dort wahrscheinlich nichts Tolles finden, es ist schwer zu verstehen. Was? Hast du es schon lange gesehen? Wann und wo? V, letzte Nacht, mein Traum. Ich war in diesem Tunnel. Alle Extras schienen unsicher, nur Gunther zeigte auf einmal Interesse. Und deine Albträume? Was genau sagte eine Stimme? Ich habe versucht, mich zu erinnern. Das erste Mal sagte er, hören Sie auf die Prophezeiung, der Dunkle wird zurückkehren. Der Herrscher der Welt wird zurückkehren. Es ist Zeit, die Stunde ist da. Zittern in seiner Kraft, der Vermesser kommt wieder. Zum zweiten Mal wurde es schlimmer, dann sagte er, beende deine Reise, halte an oder treffe die Division, o Schattenkönig. Konkurriere nicht mit seiner Macht oder dies wird dein Ende sein. Bereue, wenn du noch kannst. Stunde ist nah. Ich will mehr wissen. Als du letzte Nacht gegangen bist, hatte ich bereits angefangen, mit anderen darüber zu reden. Wir denken, dass dies eine Rückkehr zur dunklen Seite bedeutet. Gunther wartete einen Moment. Das macht Spaß. Ich mag das. Er stand wieder auf. Wir machen weiter. Wir werden die Details für diesen Traum sehen. Wir fuhren weiter und benutzten die Ruinen. Ich hatte ein langes Gefühl, als ich dachte, wir sollten da sein. Hörten wir eine Stimme. Er kam vor uns aus dem Flur und sprang aus der Wand. Er kommt zurück, Meister. Ich habe nur ein bisschen Zeit verloren. Ich habe die Stimme bemerkt. So hörte ich mehr in meinen Träumen. Gunther liebt meine Musik. Was passiert? Haben Sie es eilig, diese Art von Stimme zu fürchten? Kennst du es zum Beispiel aus deinen Träumen? Ich war wieder überrascht. Woher weißt du das ein bisschen? Was? Aber ich verstehe, dass dies eine Stimme ist, die dir Angst macht. Ich fand sie toll. Aber wenn sich das klingende Pokémon wirklich hier fühlt, dann können wir mehr herausfinden. Lass uns gehen. Wir fuhren weiter durch den Tunnel. Ich versuchte meine Ängste zu verbergen, aber ohne Erfolg. Shinnok hat mir zumindest zu einem gewissen Grad geholfen. Nach kurzer Zeit erreichten wir einen langen Korridor, an dessen Ende ein großes Gebäude stand. Ich habe einen Stein in diesem Raum gefunden. Spiritueller Stein. Wir zogen weiter, unsere Stimmen waren lauter als zuvor. Als wir endlich das Zimmer betraten, war nichts da. Ich atmete ein, aber es wurde zu der Zeit nervig. Shinnok betrachtet die Decke vollständig. Ich folgte seinem Blick und sah ein wenig. Die hängenden Kreaturen auf dem Dach haben uns beobachtet. Plötzlich fiel er auf die Felsen. Bereuen, ich wurde gewarnt. Dies dient ihrer angegebenen Sicherheit. Dieses Pokémon hat mich wachgehalten. Er ist derjenige, der in Träumen zu mir spricht. Wer brachte mir seine Prophezeiung? Gunther wirkte verwirrt. Wirklich? Hast du meine neuen Freunde in einem Traum erschreckt? Das kann ich nicht von dir erwarten, Giratina mit TH. Du bist mein, woher kenne ich meinen Namen? Ich habe dich noch nie gesehen. Gunther war natürlich einen Moment skeptisch. Natürlich, nicht ich, aber mein bester Freund Floink. Statt einer einfachen Antwort begann er eine andere Prophezeiung. Meister, er kommt zurück. Damals änderten sich Gunthers Worte komplett. Warte, du meinst... Er drehte sich zu mir um. Balbi, es hat nie bedeutet, dass das Mittelalter zurückkehrt. Das habe ich auch nicht erwartet. Es spricht für Floink. Dunkler Rächer, bei uns ist das eine andere Situation. Es ist besser so. Ich meditierte über alles, was ich hörte und träumte. Natürlich kann es stimmen, Giratina hat nichts von der dunklen Seite gesagt. Ja, er kommt. Haha, kommen. Konkurriere nicht mit seiner Macht.
Das wird deine Absage. Gunther scheint unverständlich zu sein. Warum sollen wir mit ihm arbeiten? Er ist mein Freund. Lass uns diese Tage überleben. Plötzlich ist Giratina verrückt geworden. Sie können nicht. Es wird ihr Ende schließen. Meister kommen wieder. Das nächste Mal erscheint Iveltal mit I. Der erste Steward. Wir werden dich nicht passieren lassen. Natürlich war die Situation schwierig, aber ich sah wenig. Aber wenn ihr beide hier seid, was ist mit Darkrai passiert? Warum ist er nicht mehr hier? Giratina mit Y diesmal. Sah ein wenig verwirrt aus. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Mit so viel Power hat er nicht gerechnet. Siehst du, wenn du uns verlässt, können wir ihn retten. Dann kann er genauso zurückgehen. Natürlich dachte ich, Shinnok würde diesen Streit perfekt beilegen, aber Giratinas Situation änderte sich wieder. Nein, ich kann es nicht lassen. Sogar für die Rückkehr unseres Anführers. Er und Iveltal bereiteten sich auf einen Kampf vor. Wir möchten, dass sie ihnen nacheifern, in dem Wissen, dass wir von der ersten großen Schlacht unseres Teams stehen. Aber Gunther hat uns aufgehalten. Hör auf, ich will das nicht. Ja, der weiß, wie man Streits löst. Genau wie es in der Schule immer heißt. Stopp. Ich will das nicht. Bitte vergewaltigen Sie mich nicht. Ich mag das nicht. Ach so, kein Problem. Ja, das hilft viel, was man da in der Schule lernt. Ich kümmere mich um Sie beide. Er machte weiter. Gunther hat eine tolle Show gemacht. Ich konnte nicht genau sehen, was geschah, aber ich konnte die Dunkelheit sehen, die von seiner Hand ausging. Ich glaube, es kam von einem dunklen Stern. Außerdem schienen ihre Augen zu leuchten. In Blau. Darkrai halt. Ihr beide. Also das Darkrai halt steht da nicht, ne? Ihr beide. Lokal glänzt Giratina. Mana, Mana. Gunther schien seine Wut zu sammeln. Komm, geh sofort. Giratina hat ihm aufmerksam zugehört und es war vergeblich. Aber nicht ohne einen letzten Hinweis. Aber ich warne dich, wenn du willst, dass das deine Unterschrift ist, so wie es ist. Einmal verloren sah Gunther auf eine neue Weise sorgfältig aus. Komm schon, es ist Zeit. Wir standen alle da, absolut, es war ein wenig überraschend. Ivy war die Erste, die widersprach. Wow, wie schön davon. Wir waren beide so wütend auf die Musik. Wie sind sie mit Günther umgegangen? Nach und nach haben wir es alle geliebt. Nun, du wirst es schon vor langer Zeit selbst herausfinden. Das ist noch ein Geheimnis, zumindest jetzt. Also los, die zerstörte Welt wartet. Und damit sind wir fertig mit diesem Kapitel. Bis zum nächsten gleich. So, weiter geht's, nachdem ich gerade eine Ewigkeit gebraucht habe, um das Scheißkapitel in meinem Skript zu finden. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich bin einfach random durchgescrollt, hab dann Kapitel 13 gesehen, wusste, dass Kapitel 14 kommt und hab dann nicht gerallt, warum danach nicht Kapitel 14 kam. Weil anscheinend irgendein späteres Kapitel um die 17 rum vom Translator auf Kapitel 13 umgeschrieben wurde. Das ist, ja, verstehe ich. Machen wir weiter mit Punkt 14. Erster Kampf zwischen Leichen. Machen wir doch nicht weiter. Endlich ist es also soweit. Unsere letzte Reise zwischen den Welten und dieser Reise liegt vor uns. Ich habe zwar nur offene Fragen, aber ich werde sie trotzdem beantworten können. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Jetzt ist es Zeit zu gehen. In unserer letzten Schlacht, in diesen Tagen, ja, ist es noch nicht. Davor werden wir noch Gunthers Freunde schlagen können, bevor ich es wieder umdrehe. Bevor wir in deine Welt eintauchen, Gunther, denkst du, dass du dafür hart arbeiten musst? Es ist wie im Alter. Wie über den Krieg, okay? Irgendwie finde ich das passend. Weil man es immer so verbindet. Alte Leute reden über einen Krieg. Warum denkst du das? Habe ich dir das nicht gesagt?
Wir werden sie bekämpfen. Sobald sie müde waren, würde ich ihre Seelen mit einem dunklen Stern auswischen können. Wir werden sie am Anfang retten. Sie werden uns in der letzten Schlacht helfen. Es wird schwieriger als das. Außerdem, vielleicht kann die Dunkelheit ihrer Seelen gegen die Entschlossenheit benutzen. Nein, das hast du uns noch nicht erzählt, aber das ist gut. Das heißt, können wir lernen, sie auf gleiche Weise zu verwalten? Ja, als ob nichts Besonderes, wie du es gerade tust. Also, bist du bereit auszugehen? Alle sagten ja. Als Gunther wieder feierte, habe ich Seamobs und Chelast großgezogen. Ihr zwei, ich möchte noch einmal mit euch reden, wenn wir gehen. Unter sechs Augen. Sie sahen ein wenig alt aus, sagten aber nichts dagegen. Währenddessen richtete Gunther die Tür ein. Wir kamen alle ohne Probleme auf der anderen Seite der Veranda an. Dort fanden wir uns immer wieder. Alles um uns herum war blau mit kleinen weißen Flecken. Es war, als stünde er unter einem Sternenhimmel. Seemobs scheinen Ablenkungen um uns herum zu sein. Sollte es in einer kaputten Welt nicht etwas Reales geben? Woher kommt diese Lichtquelle? Vor allem ist es nicht Gunther, sondern Shinux kennt die Antwort. Du warst du selbst. Offensichtlich ist nicht alles komplett zerstört, aber die kleinen Überreste sind noch da. Und das sind die Basics. Ist so. Also, lass uns gehen. In Zukunft werden wir eine feste Entscheidung treffen. Und übrigens, meine Freunde, Hydropi sollte der Anfang sein. Und der einfachste. Ich denke, mit zwei Installationen, einer elektrischen und jedem Mitglied unseres Teams, sollte dies kein Problem sein. Auf dem Weg kamen Seemobs und Chelast auf mich zu. Brauchst du noch was? Shinux sah mich an. Ich möchte noch mit euch beiden reden. Unter sechs Augen. Kannst du noch länger machen? Ich werde auch da sein. Es? Also, für Shinux. Wenn man seine Vergangenheit kennt, fühlt man sich zu ihm hingezogen. Aber es kam nicht wieder heraus. Im Allgemeinen habe ich nichts davon gesehen. Was als nächstes geschah? Hast du deine Meinung geändert? Oh, deshalb wollte er mit uns reden. Nun, wir haben gelernt, was wir in dieser Nacht gesagt haben, aber du und Ivy sind schon müde. Aber es stimmt, dann haben wir über Feuer gesprochen. Feuer nicht sehr wichtig in Worten. Das ist interessant. Wir sind uns beide sicher, dass die recht haben. Ebenso, wenn ich mir manchmal noch Sorgen mache, aber wir haben uns entschieden, damit umzugehen. Wenn er sein Verhalten ändert, werden wir es tun, aber auch das scheint nicht der Fall zu sein. Sprecht über die aktuelle Situation. Was ist mit euch beiden überhaupt in der dunklen Welt passiert? Zum Beispiel darüber. Nein, ich glaube die ganze Zeit daran, aber Gunther ist überzeugt, dass ich... Genau. Na dann, wenn alles klar ist, diese letzten Kämpfe werden wir auf jeden Fall gewinnen. Komm schon. Wir schaffen es, wenn wir zusammenarbeiten. Er sprach auch die Wahrheit. Was mir dieses Gespräch wieder zeigte, wir sind eins. Nee, also als ich letztes Mal gezählt habe, waren das noch sechs. Comedy Gold. Wir werden diese Reise komplett beenden. Egal wie es in diesen Tagen passiert ist. Ich habe Ivy und Shinux mit auf die Reise genommen. Shinux ist von Anfang an am optimistischsten. Auch ich fand, dass ihre Hoffnung nicht enttäuscht wurde. Die beiden schienen gute Freunde zu sein. Und was mich so glücklich gemacht hat, war ein Gedanke. Zuerst habe ich mich gefragt, wie es wohl wäre, wenn sich unser Team nach unserer Reise wieder auflöst. Aber jetzt hat niemand außer mir und Shinux sein Betriebssystem täglich verziehen. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der in unserem Team sein möchte. Einmal haben wir diese Welt gerettet. Wir werden alle wiederkommen. Ich bin mir sicher, dass das Team noch drei weitere Teilnehmer begrüßen wird. Nur Gunther wird da sein. Nach einer weiteren kurzen Fahrt tauchten plötzlich Pokémon vor uns auf, als wären sie nirgendwo zu sehen. Es war flüssig, mit etwas Schlamm bedeckt und hatte eine rote Farbe. Keine lange Vorstellung, er hat uns angegriffen. Kurze Real Talk Intervention. Es ist gerade so fucking weird, hier was zu lesen, wo in Kapitel 14 das Finale beginnt.
Weil ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber in dem Projekt, das ich derzeit schreibe, literally Kapitel 14 ist gefühlt gerade der erste Major Plot Point durch. Ich weiß, das klingt jetzt so, als wäre es arschlangweilig, aber es ist einfach eine andere Gewichtung von Major Plot Points im Vergleich zu normalen Plot Points, im Vergleich zu anderen Geschichten. Allgemein das Projekt, was ich gerade schreibe, ich bin noch nicht in der Nähe vom Finale, aber ich kann jetzt schon sagen, es wird definitiv nicht einmal knapp die beste Geschichte, die ich bisher geschrieben habe. Sehr, sehr deutlich. Aber ja, darüber werdet ihr auch in der Zukunft noch mehr erfahren. Hier waren wir. Wir wollen auf die gleiche Weise kämpfen, als Gunther die meisten von uns anrief. Glühbirnen, Schenux, Suche, Efeu, Halt! Wir haben alle zugehört und sind innegehalten. Nur Chelast entkam mitten in der Schlacht. Was ist los, Günther? Werden wir nicht auf der Chelast-Seite sein? Alles ging schneller, als ich dachte. Ich werde Ihnen diesen Plan nicht erklären. Drei helfen, Bulbi, Shinux, Ivy, wenn auch nur vorbei, hinterrücks. Seemops, bleib im Hydropi. Wir haben es uns alle angeschaut, aber warum? Ich erkläre es gleich. Trotzdem kann Chelast Hydropi selbst geordnet verwalten. Helfen Sie ihr in diesen Tagen, komm schon. Wir taten, was er sagte und blieben zurück und unterstützten Chelast ein wenig. Es scheint nicht nur ein echtes Argument zu sein, denn es läuft gut. Nichtsdestominder, war mir von Anfang an klar, dass Hydropi die stärkste Kraft im Charakter ist und der Kampf dagegen relativ einfach sein sollte. Natürlich scheint Hydropi nicht zu schwach zu sein. Plötzlich kam Shinux vor uns heraus und startete seinen stärksten Angriff. Thunderbolt. Unser Feind fing an zu zittern und kam zu Boden. Der rote Schlamm kam von ihm herunter und ging in den Boden. Sofort stand er wieder auf. Was? Wo bin ich hier? Er schien noch ein wenig zu warten, dann wurde er ohnmächtig. Warte, ich weiß es wieder. Entscheidung. Günther blieb stehen. Hol dir Hydropi mit IE am Ende. Zum ersten Mal sahen sich solche Menschen um uns herum, bis seine verwirrten Augen Günthers Blicke trafen. Günther, bist du das wirklich? Was machst du hier? Und er hat uns alle noch einmal angesehen. Wer bist du? Einfach für euch alle. Ich erkläre dir Hydropi alles, dann verrate ich dir den Kampfplan. Also fing Günther Hydropi an, alles zusammenzufassen, was in letzter Zeit passiert war, beziehungsweise Hydropi mit Y jetzt am Ende. Er erzählte Hydropi alles, was er wissen musste. Sehr zu meiner Überraschung, sie schwieg über die Vergangenheit von Shinux. Hydropi scheint viel Zeit zu zahlen. Als klar wurde, dass Günther fertig war, sprach er noch einmal. Okay, ich bin es mir selbst schuldig, jetzt hier zu sein, aber... Er sah Günther an, ohne zu fluchen. Niemand liebt diesen Job wirklich, Günther. Die fünf sind Kinder, was war das für ein Schock? Zum ersten Mal seit Hydropi aufgewacht ist, sprach eine unserer Ankündigungen. Ivy, die von der Beschwerde nicht begeistert zu sein schien. Wer denkt, dass wir nicht so alt sind wie du? Das sind einfach Fakten. Sicher können wir ihnen mehr helfen als sie. Wieder hat unser neuer Teamkollege eine Weile geschwiegen. Ja, ich glaube dir, aber Entscheidung ist das Gegenteil der berühmten Klasse. All unsere Mitglieder haben keine Chance gegen sie. Das stimmt. Du gibst keine Chance. Sekunde. Sie spielen jetzt, aber ich gegen sie bin. Dann haben wir eine Chance. Also Kampfstrategie. Shinux, rette deine Arbeitskraft und höre auf meine Regeln. Auch wenn ich klargestellt habe, dass du dich verteidigen musst, wollen, dass Chelast für sich selber kämpft, weil er weniger Strom braucht. Seemops, du bist nicht beteiligt. Im nächsten Krieg werden wir es genauso machen. Wir werden Latias und seinen Bruder treffen. Wann werden wir es genauso machen? Wann? Nein. Okay, danke für die Antwort. Shinux, Chelast und Hydropi, du machst die Dinge im Hintergrund, hat geholfen. Ivy, Seemops, du wirst in der ersten Reihe sein, wo du heute Nacht wie ein Ara kämpfen wirst. Also bist du stärker im Angriff als Felinara. Birnen, vermeide das.
Ich bin ein bisschen traurig. Wirklich? Warum? Es ist langweilig. Nur du hast so viele Konflikte und spirituelle Angriffe. Du wirst nicht in der Lage sein, auf dem Schlachtfeld zu stehen. Deine Zeit kommt noch. Ich habe das Modell gesehen. Es ist schlecht. Des letzten Krieges also doch. Also machten wir weiter, jetzt verbunden mit Hydropi. Er sah immer noch misstrauisch und wahnsinnig aus, aber ich sah ihn, nachdem er gestorben war. Solange er uns am Anfang besser abgeschnitten hat als Gunther, gingen wir noch eine Weile weiter und ich fühlte mich wohl. Ich weiß, dass wir jederzeit angegriffen werden, aber wir waren nicht überrascht. Es kam ein bisschen anders. Hydropi blieb abrupt stehen. Sie legte den Kopf auf den Kopf, was ihr das Gefühl gab, Schmerzen zu haben. Seine Augen schlossen sich für einen Moment und er wandte sich sofort diesem Moment zu. Die erste von 4 Key-Szenen in der Walross-Edition, die alle erst am Finale der Walross-Edition 6 erklärt wurden. Jede Geschichte nach dem dritten Teil hatten so eine. Das ist ein sehr bedeutender Punkt für die Reihe. Was ist das? Wir haben alle unsere Reise abgebrochen. Stimmt etwas nicht? Geht es dir gut? Mein Kopf fing plötzlich an und als ich meine Augen schloss, fand ich vor mir... Du meinst, du hattest einen bösen Traum? Wir sahen uns alle senil an. Exkursieren... Okay, wartet einen Moment. Das soll Rayquaza heißen. R-E-I-K-V-A-Z-A. Wie kann das so explodieren, dieses Wort? Du meinst die drei Märchen-Pokémon? Sind es Kyogre und Gruden? Er nickte. Hast du eine Ahnung, woher das kommen könnte? Debatte. Es war ein Traum, sie waren lange Zeit bewusstlos und es ist unwahrscheinlich, dass sie aus diesem Weg herauskommen. Andere glückliche Antworten. Ich will jetzt keinen Streit mit Gunther haben, aber was ich immer noch denke, warum lügt er? Ich habe es genau gefunden. Gunther weiß ein bisschen, dass er uns nichts sagen will. Ich beschloss, ihn nach der Reise noch einmal zu treffen, bevor wir zurückkehrten, aber vorerst habe ich beschlossen, weiterzumachen. Diese Reise brachte bald das, was ich erwartet hatte. Als 2 Punkte in der Ferne am Himmel auftauchten und mit hoher Geschwindigkeit auf uns zuflogen. Jetzt ist deine Zeit, Seemops. Ich habe dich nur für diesen Kampf in dieses Team gesteckt. So, Kapitel rum, Folge rum. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis denne und Like und oder Abo dalassen. Nächstes Mal, Sekunde, ich öffne kurz das Programm. Ich öffne Word wieder, weil ich es schlauerweise schon geschlossen hatte. Mich interessiert nämlich gerade, wie viel uns noch bevorsteht, weil ich die Kapitelanzahl nicht mehr ganz auswendig weiß. 19 Kapitel gibt es in dieser Geschichte und 14 haben wir hinter uns. Dass der Epilog alleine steht, ist, denke ich, sinnvoll, weil er so lang ist. Das heißt, 3 Folgen stehen uns noch bevor. 3 Wochen und dann ist das Projekt rum. Na dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.